Moin meine Werten mit auf Kohlenstoff basierenden Lebensformen. Heute gibt es eine weitere Folge des Traumtagebuchs. Es wird psychedelisch und es wird sehr, sehr, sehr random. Macht euch auf was gefasst. Der erste Traum ist vom 12.12.2019, lang ist es her, und er hat den Titel Trippy Space. Ich war im Weltraum. Ich war in der vollkommenen Leere. Es kam mir so vor, als würde ich mich sehr, sehr schnell bewegen, weshalb ich entgegenwirkende Schwimmbewegungen gemacht habe. Und das hat auch funktioniert, dadurch bin ich langsamer geworden. Und ich sah überall bunte Planeten und Sterne in verschiedenen Größen und Farben und es war einfach wunderschön. Ich muss gerade an die James-Webb-Teleskop-Bilder denken. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, seht sie euch an, sie sind fucking insane. Ich bin immer weiter auf diese Sterne und Planeten zugerast und je näher ich dem kam, desto mehr änderte sich mein Sichtfeld. Also die Planeten rückten zusammen und mein Sichtfeld wurde irgendwie größer. Und ich setzte mich erstmal gemütlich auf einen Asteroiden drauf und habe einen Apfel gegessen. Einfach entspannt einen Apfel gefressen, sich die Planeten angesehen. Das war sehr entspannt. Der Apfel hatte komische Spuren und Löcher. Es war wohl ein Bio-Apfel. Hat mich sehr wenig gejuckt. Ich habe einfach den Apfel enjoyed im Weltraum. In der Ferne sah ich ein Mädchen aus der Schule damals. Damals ging ich noch zur Schule. Und die saß auch auf einem Asteroiden und hat da existiert. Und ich sah einen Bekannten von mir. Mit dem habe ich mich unterhalten. Er war sehr weit weg, weil er auch auf einem Asteroiden saß, in der Ferne. Und ich habe nicht alles mitbekommen, was er gesagt hat. Aber die Kernaussage unseres Gesprächs war, dass alles im Universum eins ist. Und richtig nice Hippie-Scheiße. Finde ich sehr schön, den Traum. Das war's leider. Ich bin sehr gespannt, wie ich das irgendwann vielleicht mal wahrnehmen werde, wenn mir psychedelische Drogen untergemischt werden sollten. Ob ich dann diesen Gedanken auch mehr fühlen kann. So rational gar nicht mir ein bisschen vorstellen, wie das gemeint sein kann. Aber ich denke, das ist nochmal was anderes, als wenn man das wirklich in so einer Erfahrung fühlt und wahrnimmt. Es wird aufregend. Der zweite Traum ist weit weniger philosophisch und psychedelisch. Er ist eigentlich nur komplett random, aber sehr unterhaltsam, wie ich finde. Ich stand mit meinem Auto auf einem Rewe-Parkplatz. Zu der Zeit, als ich das geträumt habe, hatte ich noch gar keinen Führerschein. Es war frisch in der Corona-Zeit, 4.4.2020. Ich war sehr abgefuckt in der Zeit, weil sich dadurch mein Führerschein verzögert hat. ich stand auf einem Rewe-Parkplatz und ein paar Freunde von mir kamen raus und die haben was geklaut aus dem Rewe. Richtig, richtig Gangster. Sie sind in mein Auto gestiegen und ich habe sozusagen den Fluchtwagen gefahren. Sie sind ins Auto. Ich habe erst dann den Motor angemacht, komischerweise. Und der Schalthebel war viel zu weit hinten. Oder mein Sitz war viel zu weit vorne. Jedenfalls musste ich mich richtig nach hinten strecken, um zu schalten. Richtig dämlich. Und dann bin ich losgefahren. Ich war sehr unsicher und sehr nervös. Aber ich bin losgefahren. Auf einmal liefen noch weitere Freunde vor mir. Und ich war nur noch auf einem Fahrrad mit einem Anhänger drauf. Aber immer noch gestresst, weil ich immer noch auf der Flucht war sozusagen. Dieser Wechsel vom Fahrzeug fiel mir erst nach dem Aufwachen auf. Das ist ganz, ganz seltsam. Ich war dann auf einer Landstraße wieder. Ich hatte niemanden, der mich verfolgt, gesehen, aber ich war immer noch sehr nervös. Auf dieser Landstraße war dann eine große Säule und dahinter habe ich dann mein Gefährt versteckt. Auf einmal war überall, auch direkt vor der Säule, waren feiernde Menschen. Ich war in so einer Art Kerb, glaube ich. Ich stand mit meinen Freunden vor so einer Kletterwand, bei der man ohne Sicherung einfach so einen Plastikfolienstreifen hochklettert, also komplett schwachsinnig. Ich bin sehr schnell hochgeklettert und kam sehr schnell wieder runter. Dabei riss ich dann die Folie runter und so ein Japaner hat sich dann wieder gewechselt. Das ist wirklich komplett random. Ich machte so eine alberne Bemerkung über den blauen Streifen am Gürtel des Japaners und dieser erklärte mir dann das japanische Wort für blau. Als nächstes zog er dann ein blaues Mainboard aus der Tasche. Also bei dem wusste er nicht genau, was es ist, aber er war einfach übel fasziniert und hat uns dann erzählt, wie krass dieses Mainboard ist, von dem er nicht mal wusste, was es ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein S-Rock-Mainboard war. Das
war ähnlich wie eins, was ich auf eBay gesehen hatte in der Zeit. Damals in der Zeit ist mir mein Mainboard kaputt gegangen. Ich war sehr angepisst. Und das hat sich in meinen Träumen wiedergefunden scheinbar. Es war auch eine CPU verbaut. mit 6 Lüftern auf dem Kühler. Sehr interessante Details, die ich mir damals gemerkt habe. Er war besonders fasziniert von diesem Kühler. Als nächstes gingen wir wieder in den Rewe rein. Kompletter Ortswechsel wieder. Das Fahrrad war auch überhaupt nicht mehr da. Und ein Freund von mir machte Pläne, nach Hause zu kommen mit dem Zug. Ich war richtig abgeneigt dagegen. Es ist wirklich komplett random. Wir gingen zur Kasse und ich war immer noch nervös wegen des Diebstahls. Ich wollte so schnell wie möglich weg und wir haben versucht, uns vorzudrängeln. Der Typ, der danach hinter uns war, war richtig angepisst und hat dann einfach so einen Knopf gedrückt und damit die Kasse abgeschaltet. Und daraufhin sind wir zu einer anderen Kasse hin. Das war der Traum. Ich hoffe, ihr konntet durchblicken bei diesem wirren Traum. Was das Ganze über mich aussagt, wahrscheinlich gar nichts. Vielleicht ist es auch einfach zu hoch für mein Wirbeltiergehirn. Ich hoffe, ihr konntet euch unterhalten fühlen. Ich hoffe, dass ich mal wieder so einen psychedelischen Traum habe. Das war sehr interessant, so auf einem Asteroiden sitzen und einen Apfel essen. Fühle ich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagabend. Macht's gut. Bis nächste Woche. Abonniert mich. Tschüss.